Also wir sind sehr schön gestartet, sehr gut gestartet in das Festival Buch Basel 2016. Die Eröffnung war gestern ganz voll und super Stimmung mit dieser tollen Band. Traktorchester mit so schmissiger Balkanmusik. Frau Maruga war ausgezeichnet. Die Veranstaltung mit Frau Emke war fast ausverkauft. Ich höre nur positive Stimmen. Also ich bin ganz glücklich. Und auch heute Morgen schon, es läuft wirklich sehr gut. Viele Leute sind da und Diskussionen sind gut. Also ich bin bis jetzt extrem zufrieden. Heute Abend haben wir den ganz tollen bosnischen Autor Cevat Karahasan zu Gast. Trost des Nachthimmels, sein neues Buch wird am 8. vorgestellt. Für die, die es gerne spannend haben, Ingrid Noll mit einer türkischen Kollegin redet über Krimi-Schreiben und auch über die Situation in der Türkei im Moment. Am Sonntag gibt es noch natürlich den Schweizer Buchpreisverleihung am 11. im Theater. Und am Nachmittag kommt dann noch der Harald Schmidt und der Gabriel Vetter und die reden dann noch zum Thema Heimat, humorvoll betrachtet.